Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir die vorletzte Arena mit Leichtigkeit geschafft und wurden dann vom Bill abgeholt, um auf die Islands zu fahren. Ein paar Inseln, die es außerhalb der eigentlichen Kanto-Region gibt, Island 1, 2 und 3. Und wir werden jetzt mal ein wenig die Inseln weiter erkunden. Die Musik hier ist nicht gerade special. Über die Pokémon-Welt hinaus. Pokémon-Netzwerk-Center. Aha. Hallo. Auf Besichtigungstour. Ist das warme Klima hier nicht großartig? Ja, ich merke es leider nicht. Aber es wäre bestimmt schön. So ein bisschen wärmer. Wir sind hier auf einer Insel mitten im Nichts. Wir freuen uns, dass ein aufrechter junger Mann wie Celio bei uns ist. Meine Enkelin war ob Celios neuem Freund ganz aufgeregt. Irgendetwas über einen berühmten Pokémaniac. Ich bin mir nicht sicher, aber Celio ist der Mann dafür. Ja, ist bestimmt gut, auf so einer abgeschotteten Insel jemanden zu haben, der da Kontakt zur Außenwelt herstellt. Island 1. Freunde treffen sich auf der Knoteninsel. Hallöchen. Die Jugend wird von den großen Städten geradezu magisch angezogen. Ich will aber für immer hier bleiben. Auch ist bestimmt auch nicht schlecht auf so einer Insel. Solange es gutes Internet gibt. Ah, ich finde die Musik so schön. Das ist, glaube ich, mein Lieblings- Stadt-Theme aus der Edition. Wenn die Sonne scheint, gehe ich hinaus und betrachte den Vulkan. Das ist meine tägliche Routine. Lass mich nachdenken. Wann ist der Glutberg zum letzten Mal ausgebrochen? Ja, uns wurde gesagt, es ist schon ein bisschen länger her. So, hier gehen wir gleich lang. Wir gucken erstmal nach hier unten. Weil da haben wir nämlich auf der Karte letztes Mal auch noch eine kleine Insel gesehen. Irgendeine Schatzinsel. Und hier gibt es auch noch ein paar Trainer. Ich glaube, auf der Schatzinsel bringt uns der Item-Detektor was, den wir leider nicht haben. Weil wir zu wenig Pokémon gefangen haben, um den zu bekommen. Aber da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele versteckte Items, die man mit Hilfe des Detektors finden kann. Mega. Na, schade. Schade. Das Eissturm bringt aber nicht wirklich sehr viel. Ah, Megakick hat schon wieder nicht getroffen. Nein. Erholung bringt doch sehr viel. Wir setzen mal Schaufelein. Ich bin gerade zu faul zu warten. Ich muss zwar jetzt auch eine Runde warten, aber... egal. So, das ist nicht mal One-Hit. Schade. Aber die anderen Attacken wären, glaube ich, auch nicht One-Hit gewesen. Also, Flammenwurf. Das ist nicht sehr effektiv. So, gleich können wir auch mal endlich mit Zap, das wollte ich schon sagen, mit Arctos kämpfen. Das Debüt, wir haben glaube ich vorher noch nicht mit ihm gekämpft. Also ist nicht sehr effektiv. Meh. Mal sehen, vielleicht ist Steinhagel ein bisschen effektiver. Ich bezweifle es zwar, aber... nicht wirklich. Die Europs machen wir echt zu schaffen, vor allem, weil ich immer mit Glurak dagegen kämpfe. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Würde ich mit Pikachu dagegen kämpfen, wäre das alles kein Problem. So, aber spätestens in der Top 4, oh, da freue ich mich schon drauf. So, Level 50. Ihr werdet dann schon sehen, warum ich so rede. So, ich wechsle jetzt einfach mal schnell gegen Reit. Nein, nicht Taubos. Ah, Taubos kann man ja auch benutzen. Ist gerade scheißegal. Zu schnell A gedrückt. Flügelschlag zieht bestimmt nicht viel ab. Na, ein bisschen was. Rohrstrahl ist natürlich sehr effektiv. So, und Fliegen ist zumindest ein bisschen stärker. Und sollte reichen. Natürlich setzt Erholung ein. Was denn auch sonst? Schläft tief und fest. Jetzt heilt sich's nochmal ein bisschen. Oder auch nicht. Aeroas. Na, es hat gereicht. Sehr schön. So, aber ich will Arctos nach vorne tun. So, Pokémon Arctos Tausch.
Na. Da, 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 da. So, wir setzen nochmal kurz Schutz ein. Ich hol mal Top-Schutz nach oben. Top-Leber. Top-Schutz. So, verbrauchen aber erstmal den Superschutz weiter. Ach, Top-Schutz hätte nur 250, das ist jetzt 200. Gut, gut. So, hier haben wir noch. Ach, die Strömung spielt einige brauchbare Dinge in den Strand. Dadurch kann ich den Strand hier regelmäßig. Aha. Ich glaube, man findet die Items wirklich nur mit dem Detektor, was ein bisschen dumm ist. Deswegen, ich wollte es nur zeigen, aber viel bringt uns das jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wir haben den Item-Detektor nicht. Deswegen geht es weiter auf zum Vulkan. So, auf den Glühweg. Ein wunderschöner Name. Mit ein paar Trainern. Ich bekomme langsam einen Sonnenbrand. Ja, dann solltest du nicht auf der Insel stehen die ganze Zeit in der Sonne. Irmgard ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ein Enton. Ein kleines Enton. Und ein Arktos. Ich finde den Sprite von Arktos total hässlich. Wenn es im Kampf ist. Das hätte man irgendwie besser hinkriegen können. Ich weiß nicht, wie es in einer Edition aussieht, aber ich finde das irgendwie nicht sehr schön. So, bringt sich wirklich viele Erfahrungspunkte. So, hat die nur Entons? Ich benutze Fliegen, weil das einfach... Es reicht und... Aussetzer bringt nichts. Auch wenn wir eine Runde warten müssen, aber das geht eigentlich recht schnell. So, ich glaube, ich trainiere erstmal bis Level 54 und dann, oder 53 und ziehe dann allen nach. Mal schauen. Ach, das ist zwar nicht gerade das Praktischste jetzt für die Kämpfe, aber egal. Ja, es hat nicht gereicht, mehr gerade Schrei. Verteidigung sinkt stark. So, das soll jetzt aber reichen. Ja, sehr schön. Ich glaube, Enteron hatten wir noch gar nicht gesehen irgendwo. So, wie sich Enteron so ein komisches Viech entwickeln kann. Ist es mir ein Rätsel? So, hier ist noch eine kleine Insel. Wir umsegeln die mal kurz. Ich glaube, hier hinten war nämlich noch ein Item. Ja. Ein Top-Schutz. Ja. Ist hier noch irgendwo was? Nein, da kommen wir gleich auch so lang. So, Superschutz. Ich überlege gerade, wir brauchen hier Zertrümmerer. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann überhaupt eines unserer Pokémon Zertrümmerer? Ich bezweifle es, ja. Ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, Zertrümmerer nicht mal als VM. Ich glaube. Nein, haben wir nicht. Dann ist es klar, dass keinen unserer Pokémon Zertrümmerer. Wo finden wir Zertrümmerer? Ich weiß es gerade gar nicht. Finden wir das hier irgendwo? Mein Mittagessen hat uns gesellt. Interessant. Wie gesagt, ich lese es nicht mal vor, was sie sagen. Nur wenn es halt wenig Text ist. Mit einem Mauzi. Da können wir aber Stahlflügel einsetzen. Ich glaube, es reicht nicht. Oh, geht daneben natürlich. Zahltag. Es sind überall ein bisschen verstreut. Zahltag wollte ich schon sagen. Stahlflügel ist irgendwie so eine Mischung aus Metallklaue und Flügelschlag. Die Animation. Ein Pikachu. Na, nochmal Stahlflügel. Es ist effektiv, aber ein Volltreffer und es reicht. Ich weiß, wo wir Zertrümmerer finden, glaube ich. Ich weiß es, aber kann es unser Pokémon aktuell, zumindest dem ich es erlernen möchte, kann es erlernen. Und Zertrümmerer ist, glaube ich, das vor allem, was man am wenigsten braucht. Na, da kann Knovensa es nicht erlernen. Ich frage mich, ob so ein Pokémon wie Ditto alle vor allem erlernen kann. Wenn, dann wäre es sehr praktisch.
müsste man sich auseinandersetzen. Und ich weiß auch, wo man eine Ditto oder Ditto, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, herbekommt. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, nur weil es sich in jedes Pokémon verwandeln kann, heißt es noch lange nicht, dass es jede Attacke erlernen kann. Ich glaube, Mew kann jede Attacke lernen oder ein Großteil der Attacken. So, hier mal durch. Hier sind sehr viele Picknicker. Alles schmeckt großartig, wenn es von der Natur ist. Ja, das stimmt. Danilo. Mit einem Nidorino. Flügelschlag. Die Attacke mag mir gefallen. Auch reicht nicht. Ja, natürlich sind wir vergiftet. Natürlich, was denn noch sonst? So, ja, verletzt. Bla bla. So, besiegt und Verteidigung steigt. Ein Sandama. Na, ja, mal schauen, ob wir beide Stahlflügel einsetzen. Und wurden von Gift verletzt, ja. Egal. Das schaffen wir noch irgendwie. Wir setzen mal Blizzard ein. Ich will sehen, wie das aussieht. Wunderschön. Es glitzert sogar noch. Das ist sehr effektiv, okay. Seit wann ist Eis auf Boden sehr effektiv? Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Eis auf Boden. Oder ist dann da mal noch? Nee, das ist nur Boden. Aha, interessant. Das wusste ich noch nicht. Oder ich habe es einfach verdrängt gehabt. Naja, oh, das Gift. Ja, Gift ist echt unser Fluch. So, besiegt. Mal schauen, ich glaube, wir kommen heute noch nicht sehr weit hier. Wenn ich so auf die Zeit gucke und sehe, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Aber da bleibt genug für die nächsten Parts übrig. Hyperheiler einsetzen. Zack. Und Supertrank haben wir noch ein paar. Die sollte ausreichen. So, sehr schön. Ich glaube, hier gab es nur das Item und eine Trainerin, glaube ich, noch. Ja. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht trainieren. Ach, eine Faustkämpferin. Mühlenmädchen, okay. Wieso Mühlenmädchen? Weil sie alles zermalmt wie so eine Mühle, Kaffeemühle oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall ein Kikli und bestimmt noch ein Nocturn. So, besiegt. Das ist sehr effektiv. Und noch ein Okchan. Was denn auch sonst? Hätte mich gewundert, wenn nicht. So, Himmelhieb. Na, ja, das trifft trotzdem. Und ist sogar noch mehr effektiv als vorher. Ich glaube, so Attacken wie Geowurf, Himmelshieb und... ist das Himmelskick? Ich weiß gerade nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall einige Attacken treffen, auch wenn wir in der Luft sind. Auch sowas wie Steinhagel und so weiter. Und ist dadurch sogar noch effektiver. So, hier kommen wir nicht durch. Wir gehen erstmal hier oben lang. Da warten ja noch einige Trainer auf uns. So, er hat vorhin schon eine Pause gemacht, um gegen uns kämpfen zu können. Okay. Der Michel. Mit einem Muschass. So, Stahlflügel. Ist nicht sehr effektiv, ja, schade. Wow, das sieht sehr viel ab. Ein KP. Dreimal getroffen. Fliegen. Na. Oh. Also gut, bei Fliegen stört das nicht aus, er setzt es nochmal Schutzschild ein. Nein, es trifft gleich. Oh, sehr schön. Das wusste ich nicht. Ich glaube, weil Arctos schneller ist, hat es jetzt zuerst angegriffen, weil es eh nicht Schutzschild eingesetzt hätte.
Blizzard. Ich mag die Attacke. Glitzer, Glitzer. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, das war mir schon klar. Ein Superschall A geht daneben zum Glück. Und nochmal Fliegen drauf. Ein Superschall geht nochmal daneben. Und besiegt. Ach, und noch ein Sherlock. Ich frage mich, ob es noch Trainer gibt, die irgendwie einen Turtok oder einen Bisa. Oh Gott. Ein Bisaflor oder ein Glurak haben, also die letzten Entwicklungen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bestimmt, ich habe es irgendwie vergessen. Wo immer die her haben, die Pokémon. Okay, Stahl ist zwar fast nicht sehr effektiv. Merke. So, Eisstrahl. Oh, das glitzert auch, aber nicht so lange. Ein Volltreffer. Und das ist nicht sehr effektiv. Ja, ich meine, ja, vor. Im letzten Part war das. Im letzten Part, nee, ich glaube, von diesen. Dass Arctos nicht unbedingt die beste Wahl ist. Aber ich will mit ihm kämpfen. So, brauchen wir Schutz irgendwo. Ich glaube, gleich wieder. Heidi. Ein Karate-Duo. Mühlensippe. Alter, der Name. So, ein Raichu. Raichu ist anderes vorne. So, Fliegen und Donner. Und es trifft sogar. Sehr schön. Donner ist übrigens das Äquivalent zu. Also das Attacken-Äquivalent zu. Blizzard und zu Feuersturm. Also das sind so drei Attacken, die zusammengehören. Ich glaube auch wegen den drei legendären Pokémon. Arctos, Zapdos und Lavados. Ich glaube, daran ist es angelehnt. So, zack. Super Kampf. Nicht schlecht. Sehr schön, ihr beiden. Ich bin stolz auf euch. Naja, so anders kommen wir jetzt nicht ran. So, gegen die müssen wir leider einzeln kämpfen. Mal sehen, es dürften auch die letzten Kämpfe für diesen Part sein. Also, Macholo. Na, da will ich jetzt kein Fliegen verschwenden. Ich hoffe, Eisstrahl reicht. Ja, es reicht. Ein Volltreffer. Na, dann war es nur Glück, dass es gereicht hat. Ein Maschok, da setze ich jetzt Fliegen ein. Fliegen! Wir fliegen davon mit Arctos. So, das dürfte eigentlich reichen. Ja. Das ist sehr effektiv. Ausrufezeichen. So, besiegt und jetzt kommt noch der nächste Schwarzgurt. So, kleide ich für einen Kampf. Ja, soll ich mir auch noch so einen komischen Anzug anziehen? Enrico. Mit einem Hollow und bestimmt noch mit einem Maschok. Ah, Eisstrahl. Ich glaube, wir haben nicht so viel Glück wie beim letzten Mal, aber. Ah, es reicht trotzdem. Das gefällt mir doch. Und der Maschok. So, fliegen. So. Damit wäre auch der Trainer hier besiegt. Und eine kleine Sache machen wir noch. Ja, das kann ich auch schnell machen. Wir gehen nämlich hier in diese Höhle rein. Entfache das Feuer in dir. Glut-Therme. Die Musik hier drin. Passt irgendwie nicht so wirklich. Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Ah, hier ist eine kleine heiße Quelle. Ich glaube, die gibt uns da drum, oder? Nee. Sieh in mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Das Wasser von Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Aha, sehr schön. Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Gluttherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt, okay? Damals habe ich dies benutzt.
Ich denke, ich kann mich davon trennen. Ach, VM6, ja. Zartrumrohr. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Also, wir gehen mal hier rein. Damit werden unsere Pokémon geheilt. Ja, das ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Ich springe auch rein. Schwimm in der Mitte, entspann dich und ihr wird ganz wohlig warm. Na, sehr schön. Heiße Quellen. Sehr typisch in Japan. Ich denke mal, deswegen wurde das auch hier eingebaut. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir eine sämige Fischsuppe. Um mich auch von innen aufzuwärmen. Na gut, wer weiß, wie das schmeckt. Ich weiß es nicht. So, aber ich denke mal, das war's für diesen Part. Wir gehen mit Klamotten in die heiße Quelle und baden erstmal über das Wochenende hier drin. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.